herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Bevor irgendwer die Möglichkeit dazu bekommt, ich weiß, meine Augenbrauen sind wild und ungemacht, respektiert es. Heute gibt es endlich wieder ein Bücherhaul. Ich habe ja jetzt schon wieder etwas länger nicht hochgeladen. Hat keinen bestimmten Grund, aber heute bin ich endlich wieder da und ich habe in der Zeit mal wieder einige Bücher gekauft. Ich habe mal eben geguckt, der letzte Bücherhaul war nach meinem Geburtstag und seitdem habe ich so ungefähr wieder, na, ich schätze so 12, 13 Bücher werden das sein, gekauft und die muss ich euch natürlich heute zeigen. Ich habe auch schon einige davon gelesen und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Das ist jetzt nicht irgendwie chronologisch sortiert, weil ich absolut keine Ahnung habe, wann ich was gekauft habe. Und ich hoffe, dass das auch alles Bücher sind, die ich euch noch nicht gezeigt habe, aber ich meine schon. Ich kann nur gerade nicht nachgucken, weil ich leider kein WLAN habe und deswegen kann ich meine Videos nicht angucken. Das erste Buch, was ich mir gekauft habe, ist auch das Buch, was ich gerade lese und es ist Wie Mode zu Silbern von Marissa Meyer. Ihr seht, ich bin etwas über die Hälfte. Und in diesem Buch, also dieses Buch ist eine Nacherzählung von Cinderella. Die ganze Reihe ist eine Nacherzählung von, also sind Nacherzählungen von Märchen. Und das finde ich so, so toll. Ich liebe Märchen. Und deswegen war das natürlich dann direkt klar, dass ich mir diese Bücher irgendwann zulegen muss. Jetzt habe ich mir endlich den ersten Band bestellt und diese Cover sind einfach so wunderschön. Und auf diesem Cover sind jetzt diese ganzen Schuhe. Ich zeige euch das mal. Und die sind auch silber. Und das sind aber eben keine ganz normalen Nacherzählungen, sondern sie spielen in der Zukunft. Ich glaube, man kann es schon fast als Sci-Fi bezeichnen, aber auch so ein bisschen dystopisch. Ich weiß nicht, das ist ganz schwer zu beschreiben. Auf jeden Fall geht es eben um Cinder. Und Cinder ist ein Cyborg. Und sie lebt bei ihrer bösen Stiefmutter, die sie eigentlich gar nicht haben möchte. Und dann lernt sie einen Prinzen kennen. Und es ist wirklich wie Cinderella, aber eben noch ein bisschen cooler. Also es hat so einen coolen Touch. Und wenn ihr jetzt denkt, Märchen sind so kitschig, dann guckt euch das bitte mal an, weil es ist so toll. Also ich bin ja jetzt noch nicht ganz durch, aber bis jetzt gefällt es mir so, so gut. Ich bin bis hierhin so schnell gekommen, weil sich das richtig, richtig einfach lesen lässt. Und ich war jetzt gerade bei Thalia und habe mir direkt den zweiten Band bestellt. Ich weiß gar nicht, was das für eine Nacherzählung ist, aber ich glaube, es ist Schneewittchen. Der zweite Band heißt Wie Blut so rot. Und ja, einfach nur ganz, ganz großartig und guckt es euch an, vor allem, wenn ihr Märchen mögt. Und wenn ihr sie nicht mögt, dann guckt euch das auch mal an, weil das ist wirklich mega cool. So, das zweite Buch ist ein sehr, sehr gehyptes Buch. Und ich habe es in ungefähr jedem amerikanischen Booktuber-Video gesehen. Und so handelt es sich um Fangirl von Rainbow Rowell. Es ist ja jetzt endlich auch auf Deutsch erschienen. Ich glaube Anfang August, meine ich. Ich habe es mir auch auf Englisch gekauft. Das Buch habe ich auch da stehen, aber ich habe es jetzt auf Deutsch gelesen, weil ich das nämlich als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen habe. Und ich habe es jetzt am Wochenende fertig gelesen. Und dieses Buch ist einfach so eine Erwachsenwertgeschichte. Es geht nämlich um Kath. Ich hasse TH. Es geht um Kath. Es geht in diesem Buch um Kath und sie hat eine Zwillingsschwester und die beiden gehen auf die Uni und sie hat sich das so vorgestellt, dass die beiden zusammen dahin gehen und alles zusammen machen und dann sagt ihre Zwillingsschwester plötzlich, nein, ich möchte ein eigenes Zimmer, ich möchte mein eigenes Leben und du musst dein Leben jetzt mal alleine auf die Reihe kriegen. Und sie hat eben eine große Obsession für Simon Snow und Simon Snow ist vergleichbar mit Harry Potter, also es ist ein Magier in einem Buch und auch einem Film, also es ist eine ganz bekannte Reihe. Und ich denke mal, es sollte auf Harry Potter abzielen, obwohl Harry Potter in diesem Buch auch vorkam. Das hat mich so ein bisschen irritiert, aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ihre Welt dreht sich eben rund um Simon Snow. Ich habe vergessen, an dieser Stelle zu erwähnen, dass sie in ihrer Freizeit auch Fanfictions über Simon Snow und seine Welt schreibt. Also das ist das, was sie am liebsten macht. Und ich fand, dass es in diesem Buch gar nicht so sehr um die Story selber geht. Ich fand die Story gar nicht so toll, muss ich sagen. Aber ich fand Kath, sorry, ich kann ihren Namen wirklich nicht aussprechen, als Protagonistin so toll. Also ich konnte sie so gut verstehen und ihre Gefühle so gut nachvollziehen, wie sie sich in manchen Situationen gefühlt hat und wie sie Entscheidungen getroffen hat. Und ich fand das einfach so toll. Ich hatte noch nie ein Buch, wo ich mich so gut mit einem Protagonist identifizieren konnte, wie in diesem Buch. Ich fand es wirklich großartig. Ich weiß, das hier ist kein Lesemonat, aber ihr solltet es euch wirklich mal anschauen. Vor allem, wenn ihr so ein bisschen introvertiert seid, weil ich finde, auch wenn ihr nicht introvertiert seid. Wenn ihr nicht introvertiert seid und ihr euch immer denkt, wie können diese Menschen introvertiert sein, dann lest dieses Buch mal durch, weil ich glaube, danach kann man es so ein bisschen besser verstehen. Habe ich so das Gefühl. Dieses Buch ist auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Buch und eine ganz tolle Erwachsenwerden-Geschichte irgendwo. So ein bisschen unabhängig werden und ach, ich fand es einfach richtig schön. Bei dem nächsten Buch weiß ich gar nicht so richtig, worum es geht und es war wirklich ein klassischer Coverkauf. Es handelt sich um Diabolik, vom Zorn geküsst und dieses Cover ist einfach wunderschön. Es ist ein Oschi, also es ist wirklich dick, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es hat. Oh ne, sind gar nicht so viele.
knapp 500. Dann sind es sehr dicke Seiten. Auf jeden Fall ist es wunderschön und ich glaube, es geht eben um Diabolics. Und Diabolics sind dazu da, um die Menschen zu schützen. Hier hinten, das steht drauf, eine Diabolic ist stark, eine Diabolic kennt kein Mitleid. Eine Diabolic hat eine einzige Aufgabe, töte, um den einen Menschen zu schützen, für den du erschaffen wurdest. Das steht hier hinten drauf und ich finde, das hört sich schon mega gut an. Es ist, denke ich mal, eine Dystopie oder so etwas in die Richtung Sci-Fi. Ich liebe sowas, ihr wisst es ja mittlerweile. Und wenn es dann noch so ein wunderschönes Cover hat, dann ist es in meinem Warenkorb. Dann habe ich mir einen zweiten Band von einem Buch gekauft, wo ich noch nicht mal den ersten Band gelesen habe. Aber er musste mit. Und zwar ist es Zersplittert von Terry Terry. Und bei dem dritten Band von Zersplittert ist es nämlich jetzt schon wieder so, dass er irgendwie nicht mehr verfügbar ist. Jetzt kommt wieder im Januar eine neue Ausgabe raus. Deswegen dachte ich mir, komme ich mir lieber schnell den zweiten Teil, bevor der dann auch wieder nicht verfügbar ist. Deshalb musste ich ihn dann schon holen, obwohl ich den ersten Band noch nicht gelesen habe. Das ist der zweite Band von der Gelöscht-Reihe. Und ich weiß gar nicht genau, worum es in der Reihe geht. Ich glaube, es ist auch auf jeden Fall eine Dystopie um einen Menschen, ein Mädchen, deren Gedächtnis gelöscht wurde und dann kommt sie in eine fremde Familie oder so. Ich weiß es nicht genau. Ich habe jetzt gerade auch das erste Buch nicht hier, aber es hört sich auf jeden Fall richtig, richtig gut an. Und viele sagen mir immer wieder, Nina, du musst unbedingt die Gelöscht-Reihe lesen. Das nächste Buch ist auch ein Rezensionsexemplar gewesen. Und zwar ist es Einzig von Catherine Evans. Und hier vorne steht Thriller drauf. Dieses Buch ist mir schon im Buchhandel ins Auge gefallen, weil es wirklich ein sehr, sehr schönes Cover hat. Ich hoffe, ich blende euch gerade nicht. Oh, so blende ich euch. Wow. und dann habe ich es direkt als Rezensionsexemplar angefragt. Und hier hinten stand nämlich drauf. Stell dir vor, dein Leben dauert nur 365 Tage. Danach lebt jemand anderes dein Leben weiter. Denn du bist nicht allein, du bist nicht einzig, du bist nur eine von vielen und dir rennt die Zeit davon. Und ich finde, das hörte sich sowas von spannend an. Ich hatte sehr hohe Hoffnungen in dieses Buch. Ich habe schon gelesen. Ihr merkt vielleicht, dass ich etwas enttäuscht bin. Ich fand die Geschichte nicht schlecht. Ich glaube, ich habe dem Ganzen auch 3 oder 4 Sterne gegeben. Aber man hätte so viel mehr da rausholen können. Vor allem ist es für mich kein Thriller, es ist für mich eher so ein Drama oder so. Also so ein Familiendrama mit so einem coolen Fantasy-Aspekt. Also es ist ja so ein bisschen Fantasy, also... Nee, Fantasy ist es auch nicht. So habe ich was ganz anderes erwartet, als ich bekommen habe. Deswegen, ja, konnte ich es dann leider nicht noch besser bewerten. Aber das ist auf jeden Fall einzig. Als nächstes habe ich mir noch den ersten Band einer Reihe geholt. Und zwar Wen der Rabe ruft von Maggie Stiefwater. Oder Stiefvater. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, weil die Engländer sprechen sie halt immer Stiefwater aus. Deswegen spreche ich sie jetzt einfach mal auch so aus. Das ist, glaube ich, die Raven Cycle Trilogie, meine ich. Und die amerikanische und englische Booktuber-Szene lobt diese Trilogie so sehr in den Himmel, dass ich natürlich jetzt auch dran musste. In Deutschland habe ich irgendwie noch nicht so viel davon gehört. Ich weiß nicht, ob die Übersetzung nicht so gut ist oder ob es einfach generell nicht so gut ist oder ob das einfach noch nicht so bekannt ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall musste ich jetzt endlich mal ran. Ich finde das Cover auch wunderschön. Es ist richtig schön. Es sieht auch im Cover... im Regal mega schön aus mit dieser Schriftart und sowas. Und da freue ich mich auch schon richtig drauf. Hier weiß ich absolut nicht, worum es geht. Ich will auch nicht zu viel lesen, weil ich sonst Angst habe, dass es schon zu viel verrät. Und da ich weiß, dass alle das so in den Himmel loben, gehe ich da einfach mal blind rein und werde mich einfach mal überraschen lassen und euch dann hinterher erzählen, worum es geht in meinem Lesemonat. Bei diesem Buch bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich es euch schon gezeigt habe, aber ich weiß, dass ich euch schon den ersten Band gezeigt habe, deswegen zeige ich euch jetzt mal den zweiten Band. Und zwar ist es von Flut und... Feuer und Flut, der zweite Band, Salz und Stein von Victoria Scott. Den ersten Band habe ich ja schon gelesen und fand ihn echt richtig gut. Das ist so ein bisschen im Stil von Tribute von Panem. Also gibt es so eine Veranstaltung und daran kann man teilnehmen und kann am Ende etwas gewinnen. Ich glaube... ein Medikament oder so, um einen Geliebten zu retten. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und man hat aber eben auch einen Begleiter bei diesem Spiel und das ist ein kleines fiktives Wesen, also so ein bisschen auch so ein bisschen übernatürlich und ein kleines Tier und sie hat eben... Nee, das verrate ich nicht. Verrate ich nicht. Auf jeden Fall ist dieses Tier super süß und das hat mir so gut gefallen. Und deswegen habe ich mir jetzt auch den zweiten Band geholt. Ich meine, mir hätte jemand geschrieben, dass es davon jetzt auch bald noch einen dritten Band gibt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Das ist jetzt zumindest der zweite Band und ich freue mich, das bald lesen zu können. Die Cover finde ich auch richtig cool. Der erste heißt ja, wie gesagt, Feuer und Flut, der jetzt Salz und Stein und ich bin gespannt, wie es weitergehen wird. Dann hat mich eine Reihe umgehauen, so dass ich mir die 3 bestehenden Bände direkt mal gekauft habe. Und zwar rede ich von Magisterium. Das ist der erste Band
wie heißt der? Der Weg ins Labyrinth. Und guckt euch bitte diese unfassbar schönen Cover an, was die für einen geilen Buchschnitt haben. Oh mein Gott, lasst es euch auf euch wirken. Es ist Kupfer und einfach wunderschön. Dann der zweite Band, der kupferne Handschuh, ist blau. Meine Lieblingsfarbe. Großartig. Und der dritte Band, habe ich es jetzt kaputt gemacht? Oh, und der dritte Band, der Schlüssel aus Bronze, ist grün. Wieso können nicht alle Bücher so verdammt schön aussehen? Ich zeige es euch jetzt nochmal nebeneinander. Wow, man muss sie sich doch einfach alleine schon kaufen, um sie ins Regal zu stellen, oder? Es ist einfach nur großartig. Und wenn ich euch jetzt noch sage, dass die Story einfach so geil ist, dann müsst ihr euch sie unbedingt kaufen, oder? Sie sind auch nicht so dick, das heißt, man kann sie einfach schnell lesen. Den dritten Band habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber den ersten und den zweiten schon. Und ich kann euch sagen, es ist einfach super. Wenn ihr Harry Potter mögt, dann werdet ihr das hier auch mögen. Beim ersten Band dachte ich mir noch so, ist ein bisschen sehr wie Harry Potter. Also manche Sachen sind wirklich ein Abklatsch. Aber wenn man da mal ein bisschen drüber hinweg sieht, ist es wirklich nicht wie Harry Potter. Also es ist eine Magiergeschichte und es geht auch um eine Zaubererschule, aber es ist eine ganz andere Art von Magie. Und das macht das Ganze dann für mich okay, dass es so ähnlich ist wie Harry Potter, aber eben nicht gleich. Und wirklich, Leute, es ist einfach toll. Es ist so eine Middle Grade Reihe, also es ist eher für Jüngere geschrieben, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber wirklich, guckt euch diese Reihe an. Ich weiß nicht, ob ich der einzige Mensch auf dieser Welt bin, der das so toll findet. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, wenn die nächsten Bände erscheinen. Und ich bin wirklich gespannt, welche Farbe sie haben werden. Weil wir haben jetzt Kupfer, Blau und Grün, vielleicht noch Silber. Ich glaube, es sind 5 insgesamt, aber ich bin mir auch nicht sicher. Einfach nur großartig. Und ich werde jetzt bald wahrscheinlich auch Ding letzten Verschlingen, nicht den letzten, den dritten. So, und das letzte Hardcover in diesem Bücherhaul ist Göttlich verliebt von Josephine Angelini. Ich habe bereits den ersten Band von dieser Reihe im Regal stehen, Göttlich verdammt. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das hier der dritte oder der zweite Band ist. Auf jeden Fall weiß ich, dass es relativ schwierig ist, an diesen Band ranzukommen. Ich glaube, auf Amazon gibt es den gar nicht mehr zu kaufen. Oder nur gebraucht oder so. Auf jeden Fall war es eine Zeit lang so, dass er sehr schwer zu kriegen war. Und dann habe ich mir ihn, also dann war er eines Tages auf einmal bei Avell und dann habe ich ihn dann direkt mal bestellt. Viele dieser Bücher waren übrigens aus einer Avell-Bestellung. Das habe ich ganz vergessen dazu zu sagen. Hier unten ist dann wieder der Mängelexemplar-Stempel drauf. Und ich glaube, ich habe jetzt im Endeffekt 9 Euro oder so dafür bezahlt. Und auf jeden Fall ist das so eine Göttergeschichte, Götter-Fantasy-Geschichte, glaube ich. Ich meine, das Buch heißt Göttlich verliebt oder beziehungsweise Trilogie Göttlich verdammt. Mehr weiß ich darüber auch nicht, aber ich liebe Göttergeschichten, ich liebe Percy Jackson, deswegen bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, dass ich mich irgendwann mal an den ersten Band ransetze und mich dann durch die Trilogie durchschlängeln kann. Ich habe mir übrigens jetzt vorgenommen, dass ich mir keine ersten Bände mehr von Reihen kaufe, weil ich einfach noch so viele offene Reihen habe, wo ich mir noch die nächsten Teile holen muss. Und deswegen habe ich mir jetzt gesagt, dass ich mir jetzt erstmal keine mehr hole. Ich stand schon die ganze Zeit vor To All the Boys I've Loved Before und Der Kuss der Lüge. Aber dann habe ich mir gesagt, nein, hier, warte. City of Bones will ich auch unbedingt noch lesen. Aber ich muss jetzt noch ein bisschen warten, bis ich meine Reihen ein bisschen vervollständigt habe und ein bisschen weitergelesen habe. Dann darf ich wieder welche kaufen. Und dann machen wir jetzt noch weiter mit den, mit den Taschenbüchern, die ich noch habe. Das sind auch einmal die ersten 3 Bücher einer Reihe. Ich weiß gerade nicht genau, in welcher Reihenfolge. So, in dieser Reihenfolge gehören sie. Und zwar sind das die ersten 3 Bücher der Night School Reihe. Den ersten Band habe ich mir bei Thalia, glaube ich, noch gekauft, weil ich auch von vielen gehört habe, dass diese Reihe richtig gut sein soll. Das ist auch so eine Internatsgeschichte, glaube ich, die Night School halt. Aber es soll nicht übernatürlich sein. Aber es hat trotzdem sowas mit mysteriösen Dingen zu tun. Hier steht mysteriöse Vorfälle. Und es gibt rätselhafte Anspielungen auf eine Night School. Ja, auf jeden Fall hört sich das sehr, sehr spannend an. Und ich bin mal gespannt, wie das hier so gelöst ist, wenn da tatsächlich nichts Übernatürliches ist. Auch mal ganz erfrischend. Und dann, als ich Göttlich verliebt bestellt habe, gab es die nächsten beiden Teile von der Reihe bei Avell für 2,99 €. Und das sind eben auch Mängelexemplare und ich musste sie kaufen. 2,99 €, also 6 Euro für beide. So gut. Deswegen habe ich jetzt schon mal die ersten 3 Bände in meinem Regal stehen. Und dann habe ich bei dieser Bestellung auch noch ein drittes Buch mitbestellt, was ebenso
schwierig zu holen ist. Und der eine Band davon ist, glaube ich, gar nicht mehr zu holen. Oder keine Ahnung, mal gucken, was ich damit machen werde. Auf jeden Fall ist es getrieben von Veronica Rossi durch die ewige Nacht. Der erste Band heißt Gebannt. Und den habe ich auch schon mal angefangen zu lesen, aber habe dann irgendwie nicht weitergelesen. Und das ist jetzt der zweite Band, glaube ich. Ja, das ist der zweite Band. Der dritte heißt Geborgen. Und ich hoffe, dass ich da noch irgendwann mal drankommen werde. Ich glaube, als Hardcover kann man den noch kaufen, aber als Taschenbuch irgendwie nicht. Und ich hasse es. Deswegen kaufe ich mir immer sofort irgendwelche zweiten oder dritten Teile, wenn ich sie irgendwo sehe oder sie günstig sind oder so. Auch wenn ich den ersten noch nicht gelesen habe, weil mich das einfach so ankotzt, dass manche Editionen einfach nicht mehr verfügbar irgendwann sind. Und ja, deswegen habe ich jetzt schon wieder so viele Bücher stehen. Ja, das war dann auch schon mein Bücherhaul. Das waren wieder eine Menge Bücher. Aber ich habe viele davon auch schon gelesen, da bin ich sehr stolz auf mich. Und jetzt, wo wir gerade kein WLAN haben, habe ich auch schon 2,5 Bücher gelesen. Das ist doch meine Leistung. Und ja, ich hoffe sehr, dass euch dieser Bücherhaul gefallen hat. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob ihr schon eins dieser Bücher gelesen habt und welches ich unbedingt als nächstes lesen muss. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ich noch einen Lesemonat machen soll von Juli und August. Wahrscheinlich dann auch bald September. Ja, ich habe auf jeden Fall ein paar Bücher gelesen. Ein paar habe ich euch ja hier auch schon gezeigt, aber eine ausführliche Review habe ich ja noch nicht gemacht. Deswegen schreibt mir auch gerne, ob ihr noch einen Lesemonat sehen wollt und was ihr generell noch hier so auf Ninas Live sehen wollt, damit ich hier auch mal wieder ein bisschen häufiger hochlade. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wundervollen Tag. Schaut gerne auch auf meinem Simfinity-Kanal vorbei und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss!